In Hyrule fließt die Zeit wieder und deshalb weht auch der Wind wieder. Ganz schön, das hier alles wieder so ein bisschen in Farbe zu sehen. Und es sieht ja auch einfach wunderschön hier aus. Aber es ist gar nicht so schön momentan. Denn Ganondorf weiß jetzt, dass Tetra Zelda ist. Vor allem wissen wir jetzt auch, dass Tetra Zelda ist. Und unser Masterschwert ist nicht so stark, wie es sein sollte. Wir müssen daran was ändern. Wir müssen das Masterschwert wieder mit seiner alten Kraft versehen. Und das machen wir, indem wir die Weisen dazu bringen, wieder Kraft zu spenden. Link, kennst du die Legende vom Helden der Zeit? Vor langer Zeit bezwang er den schrecklichen Ganon und brachte Hyrule wieder Frieden. Und genauso wie in Zelda ruhte auch in ihm ein Teil des Triforce. Sein Triforce war das Triforce des Mutes. Als jener Held wieder durch die Zeit reist und so Hyrule zurückließ, verließ auch das Triforce den Helden, zerbrach in 8 Splitter und verstreute sich in alle Welt. Leider kann auch ich dir nicht sagen, wo du diese Splitter finden kannst, aber ich bin mir sicher, sie ruhen irgendwo in diesem großen, weiten Meer. Bist du vielleicht jenem begegnet, der vieles weiß von Dingen, die tief im Meer verborgen liegen? Verzage nicht, wenn du ihn noch nicht kennst. Wer fragen kann, bekommt auch Antworten. Und am ehesten bekommst du die gewünschten Antwort dort, wo viele Leute sind. Ich glaube, er will, dass wir nach Portemonnaie gehen. Jedenfalls hat er auf der Karte verzeichnet, wo die Weisen sind. Das ist einmal hier die Insel über Portemonnaie. Sehr interessant. Und die Insel neben Präludien. Okay. Ja. Aber bevor wir dahin gehen. Ach, verdammt. Wie geht nochmal der Sturmkanon? So geht er. Okay, Kanon des Sturms. Bevor wir nach Portemonnaie oder nach Präludien gehen, um da die Tempel aufzusuchen, will ich zur Mutter- und Kindinsel wirbeln. Denn dort waren wir schon mal. Die große Fee, die dort lebt, konnte uns aber nicht helfen, weil wir noch nicht bereit waren. Jetzt sollten wir bereit dazu sein, denn jetzt haben wir herausgefunden, wer neben unserer Schwester unsere Hilfe braucht. Und das ist der Rote Leuenkönig, der König von Hyrule und Prinzessin Zelda, aka Captain Tetra. Wir sind wieder auf der Mutter- und Kindinsel. Und hier erscheint die große Fee. Kind. Endlich also scheinen sich die Pforten zu deinem Schicksal geöffnet zu haben. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Die Kraft von Feuer und Eis wurde in deinen Bogen aufgenommen. Du kannst jetzt durch Drücken von ZR zwischen den Pfeilen umschalten. Ja, und das wird sehr, sehr wichtig sein. Die Eispfeile lassen selbst die loderndsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. Die Feen dieser Quelle werden alle deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Ja, die Fee hilft uns auf jeden Fall. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Jedenfalls haben unsere Pfeile jetzt die Möglichkeit, ja, Feuer- oder Eismagie zu nutzen. Braucht natürlich dann auch entsprechend, magische Energie. Aber das sollte nicht das Problem sein, die findet man ja auch an jeder Ecke.
Jetzt finde ich natürlich gerade keine magische Energie. Sind unsere Flaschen mit Feen ausgestattet? Ja. Okay. Ja, wir kommen von der Insel hier nicht weg. Außer über den Sturm. Ist ja kein Problem, den haben wir ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal über zur Insel über Portemonnaie. Und wenn wir schon mal in Portemonnaie sind, könnten wir auch da mal eben kurz vorbeischauen. Oder? Doch, würde ich machen. Denn wir haben ja jetzt... Oh, wir haben auch Post. Aber vor allem haben wir einfach jetzt sehr viele Items, die uns hier helfen. Und in Portemonnaie hat sich auch was getan. Denn Felicitas und Dolores, die Töchter der beiden Einwohner hier von Portemonnaie, wurden ja auch von den Piraten gerettet. Die wollten ein Lösegeld. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Guten Morgen. Sie haben Post. Ja, erster Brief. Per Nachname. Was? Oh, ist das teuer. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Kauf. Ich habe dir die Wahnsinnskarte beigelegt. Auf ihr sind die Orte eingezeichnet, an denen du Triforce-Karten und Splitter findest. Wahnsinn, oder? Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir meinen Kopf über sie zerbrechen kann. Eines bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort des letzten Splitters wusste ich nicht. Es scheint nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein, Tingle. Die Wahnsinnskarte. Ja, für die Triforce-Splitter. Davon hat ja auch schon der Leuenkönig gesprochen. Und schaut mal hier. Das war der reiche Mann. Und er ist nicht mehr so reich. Er ist bettelarm. Kenne ich dich nicht? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dich irgendwo erkenne. Aber ja doch. Du bist doch der Junge von damals. Der Junge, der mir leere Versprechungen gemacht hat, meine Tochter zu retten, nicht wahr? Letztendlich wurde meine Tochter Felicitas dann ja von ein paar gutherzigen Piraten gerettet. Der Kapitän hieß Tetra, glaube ich. Jedenfalls bin ich ihnen wirklich dankbar. Allerdings haben sie sich ihre Wohltat fürstlich entgelten lassen. Und jetzt bin ich völlig pleite, arm wie eine Kirchenmaus. Aber ich beschwere mich nicht. Immerhin habe ich meine Tochter wohlauf wieder. Und es ist mehr wert als alles Geld der Welt. Ja, ich bin froh, dass er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Das hätte ich eigentlich von ihm nicht unbedingt erwartet. Aber sehr schön. So, hier ist ein Schweinchen, warum auch immer. Die Schweine sind übrigens quasi die Hühner aus diesem Spiel. Also wenn ich die jetzt ganz oft schlage, was ich eigentlich nicht tun sollte, weil das sehr böse ist, dann greifen die mich an. Zu Recht. Aber nur einmal. Okay, ein bisschen lahm. Nicht darunter springen. Ich dachte, das wäre verbunden. Ist es aber nicht. So, mal eben schauen. Wir könnten einmal kurz in die Schule gehen. Na, ihr Rabauken. Und gucken, ob sie jetzt mal endlich unsere Glücksamulette möchte. Die Lehrerin. Und das hier, das sind auch sehr interessante Sachen. Mit Hilfe von Didden in den Ständern einsetzen. Nur ein kleiner Handgriff für dich, aber eine große Freude für die ganze Stadt. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da reinkommt. Irgendwas aus der Beutetasche? Wahrscheinlich eher nicht. Naja. Es ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelstein. Und diese Amulette sind gerade das Allerheißeste vom Heißen. Das sollte ich es wohl mal ohne Umschweife annehmen, was? Nein, wirklich, eins genügt mir. Ja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück. Aber das wage ich noch nicht einmal zu erträumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern Lehrerin. Da ist mir natürlich sofort klar, dass die irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ja, so glücklich. Das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen und dir auch ein kleines Dankeschön geben. Streck bitte deine Hand aus. Ein roter Rubin. Naja. Und falls du die Kinder siehst, grüß sie bitte recht lieb von mir. Komm, ich gebe dir auch 20. Du bringst mir also wieder Glücksamulette? Wie ich sehen kann, hast du gerade 28 Glücksamulette bei dir. Dass ein Junge wie du mich gleich so beschenkt, das kann ich noch kaum fassen. Ich bin ja so gerührt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wahre Glück, es muss dieses Gefühl sein, das ich gerade verspüre. Ich nehme mir dann mal die 20 Stück. Damit ist mein Glück wirklich komplett. 20 ist sowieso meine Glückszahl. Wie versprochen will ich dir ein fantastisches Geschenk machen. Strecke deine Hand aus und werde auch du glücklich. Und wir erhalten von ihr die Urkunde des Anwesens. Das Papier ist schon ein wenig vergilbt. Das Schreiben scheint also bereits etwas älter zu sein. Tata! Ich habe da nämlich dieses Anwesen im Süden. Aber in letzter Zeit komme ich da gar nicht mehr hin. Und deswegen habe ich beschlossen, es dir zu schenken. Da bist du ja sprachlos, hm?
Mit dieser Urkunde wird das Anwesen auf deinen Namen übertragen. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, du wirst glücklich damit. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und weite Schiffsreisen sind mir inzwischen zu strapaziös. Ich genieße es weit mehr, meine Zeit hier mit den Kindern zu verbringen. Es liegt von hier aus im Südosten, und zwar auf einer kleinen abgelegenen Insel, gar nicht weit weg von der Triangelinsel. Von nun an soll es ein ganz privates Herrenschloss sein, also musst du es auch selber finden. Aber sag niemandem etwas davon, okay? Ja. Bin gespannt, ob das schon eingezeichnet ist. Hier, das Niemandsland ist nämlich die Insel, die sie meint. Aber ist noch nicht eingezeichnet, weil die sollte jetzt eigentlich gleich umbenannt werden in Linksinsel. Aber ich denke, wir müssen erst einmal hingehen. Jedenfalls haben wir jetzt unsere eigene kleine Privatinsel. Und ich denke, das hat sich Link auch nach all den Strapazen, noch verdient, oder? Na. Was jetzt hier rein soll, das weiß ich leider noch nicht. Das muss ich nochmal herausfinden. Ich suche gerade. Eine Möglichkeit. Ja, wir können auch mal hier eben ins reiche Haus gehen. Der Vater von Felicitas wohnt hier ja nicht mehr. Der ist jetzt obdachlos. Dafür ist der Vater von Dolores hier eingezogen. Hier geblieben. Ja, nur so ein Kind. Ich dachte, es wäre der Postbote. Wärst du der Postbote, hätte ich dich sofort rausgeschmissen. Aber sag mal, habe ich dich nicht schon mal irgendwo getroffen? Weißt du, meine Tochter, die in die verwunschene Bastion verschleppt wurde, ist endlich befreit worden. Aber das Beste daran ist, dass sie mit lauter Reichtümern zurückgekehrt ist. Und jetzt bin ich steinreich. Eine bessere Tochter als meine Dolores hätte ich mir gar nicht wünschen können. Du warst ja leider nicht in der Lage, sie zu retten. Aber egal, was soll's. Richtig hübsch ist meine Kleine geworden. Geh doch mal rüber zu ihr. Ja, also der Vater von Felicitas, ich dachte immer, er wäre so ein überhebliches, naja, Stück. Aber ich glaube, er hier ist viel schlimmer. Ja, er ist jetzt neureich und... Ja. Scheint das auch sehr zu genießen. Und sie hat Hasenohren. Das habe ich nur für ein Glück, wieder lebend in diese Stadt zurückgekehrt zu sein. Und dann kann ich fortan auch noch in so einem wundervollen Haus leben. Nein, eigentlich bin ich unglücklich. Jawohl, in ein Leben, in dem es nicht... In dem es ihn nicht gibt, das ist kein Leben. Er war so lieb zu mir in der verwunschenen Bastion und hat mich auch jede Menge dieser unsäglich wertvollen Totenkopfketten mitgegeben, als ich von dort geflohen bin. Allein sein Name strahlt so viel Anmut aus. Er ist einer der Moblin in der verwunschenen Bastion und sein Name ist Momo. Großer, starker Momo. Ach Momo, warum hast du nur mein Herz gestohlen? Meine ganze Liebe schreibe ich ihm in meinen Briefen. Doch warum antwortet mir mein Momo nicht? Ich muss mich zusammenreißen. Ich darf mich nicht so gehen lassen. Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Meinst du, du könntest diesen Brief, den ich gerade erst zu Ende geschrieben habe, zum nächsten Briefkasten bringen? Bitte. Na klar. Wirklich? Echt? Das macht mich ja so glücklich. Und deswegen lässt auch ihr Vater den Postboten nicht rein. Er will wohl nicht, dass Dolores Momo schreibt. Das ist auch ein bisschen komisch, dass sie sich jetzt in so einen Moblin verliebt hat. Aber okay. Geschmäcker sind verschieden. Also dann, auf damit zum nächsten Briefkasten. Aber lies ihn ja nicht, sonst betrübst du damit ein Mädchenherz. Ich würde ihn niemals lesen. Hier sollte sie uns nicht sehen. Nichts passiert, also das... Ach, schade, wir können ihn nicht lesen. Okay, immer nach unten. Hier ist eine Truhe. Oh, ich bin wieder sehr erfolgreich. Oh Gott, ich dachte schon, ich hänge jetzt hier fest. Da haben wir einen roten Rubin. Jo. So kann man ausgeraubt werden. Ich sollte wahrscheinlich nicht zu viel kaputt machen, sonst muss ich gleich noch Strafe zahlen. Aber ich dachte, da wäre vielleicht auch noch ein bisschen Geld drin. So, Dolores haben wir gefunden. Aber ich suche noch Felicitas. Wo steckt sie denn? Nehmen wir erstmal den Brief weg. Chakabam, babam. Von hier aus ist es nicht weit bis zum Postbotenhaus auf Draconia. Deswegen beträgt die Zustellgebühr nur 5 Rubine. Ja, klar. Aber wenn man es mit Nachname macht, darf ich dann hier 210 bezahlen. Alles klar. Das Spiel. So, das ist Felicitas. Und da sind die Blumen, die ich brauche. Hey, du stehst da im Weg. Verschwinde, na los. Ups, entschuldige, das war unverschämt. Ist wohl die Macht der Gewohnheit. Tut mir wirklich leid. Willkommen.
Ich begrüße dich ganz herzlich bei unserem berühmten Marktstand von Portemonnaie. Da musst du jetzt arbeiten. Kannst du nicht einfach mehr in deinem Geld dich sudeln? Tut mir leid, aber hier ist unbefugt der Zutritt verboten. Ich verstehe darauf, bitte geh. Alles klar, alles klar. Man muss leider hier stehen, sonst kann man nicht mit ihm reden. Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Aber eigentlich geht es schon wieder bergab mit meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Herrje, nicht mal eine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier in der Stadt sonst nirgendwo bekommt. Tja, das wär's. Die seltene Waren, meine ich. Den großen Reibach machen, Geld scheffeln. Aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, ist doch klar. Jaja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Ja, das bringt nichts. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was ich machen muss. Ah, okay. Oh, mein Freund, täuscht mich meine postgebeutelten Augen oder ist das tatsächlich eine Posttasche, die du da bei dir hast? Weißt du, ich hätte da doch gleich noch eine große Bitte an dich, mein Freund. Na klar. Ich wusste es doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich gut reden, mein Freund. Also, es könnte etwas länger dauern, daher pass bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaff mir neue Waren. Mach dich auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Inzwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Okay, verstehe ich. Wunderbar. Damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich mal etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Das hier ist quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Eine Stadtblume. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde, dann wähle sie aus. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen. Und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden mir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also auf geht's. Moment mal, die ist in der Posttasche, ne? Ist ja seltsam. Aber soll ich die nicht einfach nur hier einsetzen? Okay, und jemand versucht irgendwie aus seinem Tresor zu stehlen. Das ist jetzt so schlau war. Ja, ich muss das nämlich nochmal mitnehmen. Weil ich muss das ja, tauschen. Aber die sind eigentlich für diese ganzen Blumentöpfe da. Das ist schon richtig so. Jetzt frage ich mich aber gerade. Ah, hier komme ich auf die Mühle. So, einmal hier hoch, bitte. Okay. Dreht sich nicht, obwohl es sich drehen sollte. Jetzt, wo wir das Lied des Windes haben, sollten wir da was bewirken können. Und zwar so. War anscheinend falsch. Das ist richtig. Okay, so stimmt's. Jetzt können wir nach ganz oben gehen. Ja, lass dich mal fallen. Mich nur noch herausfinden, wie ich da hochkomme. Na, ihr geht mal weg. Hast du wirklich sehr viel zu tun im Portemonnaie? Wie kam ich denn da hoch? Es ging irgendwie.
Wir standen auch schon mal da oben. Offenbar muss ich da tatsächlich hinfliegen. Ach, diese Stadt verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Unglaublich. Und hier komme ich nicht wirklich weit. Gut, ich kann ja von da oben fliegen. Das sollte gehen. Ich habe jetzt nicht so viel magische Energie. Aber es sollte trotzdem reichen. Der Wind. Ja, der Wind könnte ein Problem sein. Mal schauen. Mhm. Kaum zu glauben, aber das Riesenrad, es hat doch tatsächlich angefangen, sich zu drehen. Wer mag es wohl wieder in Gang gesetzt haben? Wer auch immer es war, eines steht fest, es gibt eben doch noch nette Leute auf der Welt. Okay, so kommt man hier hoch, hier ist eine Tür. Aber von wem ist die? Ach so, von dir. Ja, okay. Naja, gut. Dann ist das auch geklärt. Der Ausflug hier nach Portemonnaie, der dauert schon länger, als ich eigentlich geplant hatte. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und... ist da oben ein Herzteil? Ah, schon ganz cool. So, das ist ein Leuchtturm. Bitte des Feuers... Gebiete des feuerbringenden Bogens. Aus der Ferne wirst du zu uns kommen und das Licht des Leuchtturms wieder auferstehen lassen. Dann wird er das nächtliche Meer erneut mit seinem sanften Schein erhellen. Okay. Link, bitte nicht. Ach, da stand ja natürlich auch aus der Ferne, soll ich das machen? Jetzt ein Rätsel von... ja, wie ich das machen soll konkret. Denn, soweit kann ich natürlich nicht schießen. Und das war's. Mit der magischen Energie. Ach, Link. Hier ist auch keiner. Ihr beiden, ihr seid wirklich nervig. Geld von mir. Aber das hilft mir alles nicht. Ich weiß wirklich nicht, von wo aus ich das machen soll. Nur, ihr seht ja selbst, ne, wenn ich hier schieße. Das könnte doch klappen. Das könnte doch klappen. Na gut. Das wollte ich gar nicht. Ach, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Lied ging. Man kann das auch nicht sehen. Das finde ich wirklich komisch. Werden die Lieder echt nicht gespeichert? Wenn ich sie dann nicht mehr im Kopf habe, dann muss ich nochmal gucken, wie sie heißen oder was. Das finde ich ja wirklich nicht so toll. Ich muss mir noch sagen, wie das Lied mit dem Dings geht. Was ist das? Das war... jetzt habe ich das Lied nicht mehr drauf. Das ist unglaublich. Das war die Sonate des Puppenspielers. Nicht ganz das, was ich brauche. Nee, das Tag- und Nachtlied, das hatte auch nur zwei, nur ein Dreier-Tag. Ah, so geht's, okay.
Ich habe alle im Kopf, ich weiß noch nicht, welches welches ist. Jetzt jedenfalls ist Nacht. Und das hilft uns einmal bei der Auktion. Da können wir jetzt wieder hingehen. Und wir haben Post. Dann schauen wir erstmal nach der Post. Könnte von Momo sein. Link, geht es dir gut? Ich schreibe dir diesen Brief vom Piratenschiff aus. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind alle sehr nett. Gonzo sieht so groß und stark aus, aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Natsu wirkt ein bisschen eingebildet, ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mir mit seinem Bart zum Fürchten aus, aber er erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Mokko ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihm seine Brille wegnimmt, regt er sich furchtbar auf. Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Ich helfe ein bisschen an Bord mit und deswegen bekomme ich auch etwas Taschengeld. Ich habe es dir beigelegt, hoffentlich nützt es dir. Mein Feuerrohr kannst du noch für eine Weile behalten. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, also lass du dich auch nicht unterkriegen, Ariel. Okay, 20 Rubine, danke, Ariel, aber das hättest du auch ruhig behalten können. Ich habe genug Geld. Ja. Schleich dich. Okay. Ah, okay, Sidequest. Wir beobachten mal Felicitas ein bisschen. Ist da. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Denk ganz ruhig. Was hat sie vor? Dürfte mich nicht sehen. Ist sie nach oben gegangen? Sie ist nach oben gegangen. Und jetzt rennt sie davon. Ja, ich war mir nicht sicher, ob sie nach oben gegangen ist, deswegen, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Wollen wir das nochmal machen oder muss man erst den Tag zurücksetzen? Ja, sieht ganz danach aus. Naja, ich wollte in die Auktion. Was gibt's denn heute Abend? Ja, Erklärung brauchen wir nicht. Fang einfach an. Seien Sie mir willkommen, hochgeschätzte Kunstkenner und Raritätensammler. Es ist Zeit für eine Auktion. Heute Nacht gibt es... dieses welche? Eine Schatzkarte. Oh, super. Wow, eine Schatzkarte. Oh mein Gott. Ein Schatz. 5 Rubine, ja, das ist immerhin angemessen. Acht Rubine, das ist schon viel zu teuer für so eine Schatz. Elf. So, ich warte jetzt einfach mal. 15. 18. 22. 28. Oh, jetzt wird es aber richtig teuer. 30. 38. 41. 45. Zeit geht zur Neige. Und der Balken füllt sich auch mal selbst ein bisschen. Also ich kann den jetzt nicht stoppen. 49. Boah, hört doch mal auf. So, jetzt ist Link dran. Reicht das schon, um die alle zu paralysieren? Ich glaube ja. Ah, sehr schön.
Geh schon mal wieder hoch für den Notfall, dass wir jetzt doch nicht kriegen. Dass mir dann die Paralyse hält. Schade. Wenige Augenblicke. Oh, hört doch mal auf. 100, ja klar. 104, ihr seid doch blöd. Okay, 105. Nein, ich wollte auch gar nicht 105 machen. Ich wollte viel mehr. Jetzt kriege ich das Ding nicht. Ich hasse die Auktion so sehr. Ah, super. Super. Ja. Ich meine, das war nur eine Schatzkarte. Geht immer schief in der Auktion. Hier holen wir uns von anders. Im nächsten Part gehen wir zur Insel, zu der wir sollen, laut Leuenkönig, und schauen uns dort mal um, ob wir da schon weiterkommen. Ich glaube nicht. Leute, bis dahin, nur das Beste.